Moin Leute und willkommen zurück zu Inscription. Ja, letztes Mal ist viel passiert und wir haben uns einen neuen Spielstand freigeschaltet oder beziehungsweise die Möglichkeit, überhaupt ein neues Spiel zu starten. Und wir haben auch gesehen, dass wir irgendwie Teil eines größeren Puzzles irgendwie sind, sag ich jetzt mal. Und wir irgendwie nur auf dieser Diskette stattfinden oder so. So sah es zumindest aus von dem Video her. Und keine Ahnung, was das für ein Spiel war, was wir gerade gespielt haben, aber wir gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt auf ein neues Spiel gehen, weil es wirkt ja so, als hätten wir auch immer wieder ein neues Spiel angefangen. Wir gucken mal. Nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Am Anfang kannte die Welt keine Karten. Das heißt, bis zu dem Tag, als die Wahrschreiber ankamen. Jeder hatte seine eigene Methode der Wahrschreibung, mit der er Karten erstellte. Grimora verwendete ihre Schreibfeder, um die Grabinschriften der Toten zu verfassen. Lashy verwendete seine Wildtierkamera, um Bestien einzufangen. P03 verwendete einen Partikelscanner, um die Zentraleinheiten von Robotern zu kopieren. Und Magnificus verwendete seinen Pinsel, um seine Zauberschüler zu malen. Nach der Erstellung der Karten hatten die Wahrschreiber ihre Macht gefestigt. Bis eines Tages eine Herausforderung erschien, um einen der Wahrschreiber zu ersetzen. Okay. Wähle ein Starterdeck, um deinen Wunsch zu unterstreichen. Okay. Sind wir irgendwie in einem komplett neuen Spiel? Dein Wunsch ist es, Grimora zu ersetzen und zum Wahrschreiber der Toten zu werden. Lashy zu ersetzen, okay. Okay, wir haben hier vier Gräber oder sowas. Vier Wahrschreiber oder die für vier Wahrschreiber stehen. Und wir können einen ersetzen. What? Okay, wir fangen mal ganz links an. Ich weiß nicht. Also, Lashy scheint ja der zu sein mit der Kamera. Das heißt, das kennen wir ja schon. Zumindest in einer gewissen Art und Weise. Wir klicken mal. Die Karten wurden in deiner Sammlung hinzugefügt. Ah, okay. Deck verändern. Was geht hier vor sich? Okay, wir können uns ein eigenes Deck zusammenstellen. Wir haben hier wieder irgendwelche Karten. Und hier sehen wir zum Beispiel unten 2, 2 sehen wir hier auch. 5 Knochen. Das heißt, die Methode von diesen Typen kennen wir. Wenn der Besitzer einen Zug beendet, erzeugt Totengräber ein Knochen. Trauger kann nicht geopfert werden. Wenn Trauger stirbt, kommt stattdessen die Kreatur darin frei. Zombie? Frank und Stein? Aber ich glaube, das geht sowieso komplett so auf, dass wir alle nehmen können und auch müssen. Okay. Also eine Sache, die ich vorher nicht gezeigt habe oder die einfach nicht aufgekommen ist, ist, in dem
in dem Spiel, was wir vorher gespielt haben, in dem regulären Spiel, sag ich jetzt mal, da gab es auch schon dieses Menü und das wirkte so ein bisschen out of place. Auch mit dieser Anzeige hier oben, die nicht so ganz klar war. Und dieses Deck verändern, das war die ganze Zeit gesperrt. Das habe ich jetzt nicht aktiv gezeigt oder verhindert zu zeigen. Ich habe es einfach gar nicht dran gedacht. Und jetzt haben wir diese Möglichkeit tatsächlich. Okay. Wir spielen einfach erstmal mit. Du sagst das. Interessanterweise ist diese Karte, die wir hier sehen, dieser Globus, das war auch der Globus, den wir bei Leshy in seiner Hütte gesehen haben. Das war derselbe. Okay, Wulz der Kauz. Diese verflixte Hündin hat sich schon wieder verlaufen. Du denkst, du kommst vorbei? Falsch gedacht. Nicht, bis ich einen Beweis habe, dass es meinem Mädchen gut geht. Du brachst die Truhe auf und fandest in ihr ein Kartenpäckchen. Du hast ein Bestienkartenpäckchen erhalten. Okay. Also die Karten kennen wir zum Teil, die oberen. Bluthund, Mantisgott und der Hirsch. Die haben auch dieselben Fähigkeiten. Die ist ein bisschen shiny. Was haben wir hier? Wiedergänger. Nach dem Angreifen wird der Wiedergänger zerstört. Der blaue Magier, den kennen wir vorletztes Mal. Den hat er doch auch gezogen. Wenn blauer Magier ausgespielt wird, ziehst du eine Karte pro Mox-Karte auf deiner Seite des Bretts. Okay, hier sind irgendwelche Eigenschaften, die wir nicht kennen. Hier ist auch eine Währung, die wir nicht kennen, die er braucht. Wir nehmen sie erstmal mit. 273. Das kommt uns auch bekannt vor. Hier ist der Angler, oder was? Nein, kein Fisch, kein Durchgang. Hör auf zu zittern. Das Einzige, was du fürchten musst, ist deine eigene Unzulänglichkeit. Sieh mich an, ich bin Leshy, der Wahrschreiber der Bestien. Wir teilen den Wunsch, dass du mich herausforderst. Doch vorher. Ich weiß, was du denkst. Nein, das ist nicht meine legendäre Kamera. Nicht die für die Erstellung von Bestienkarten. Das ist nur ein Nachbau. Du kannst sie verwenden, um Fotos der Bestien in diesen Wäldern zu machen. Meine Untergebenen, der Goldsucher, der Angler und der Fallensteller. Sie verlangen ein Foto, bevor sie in Betracht ziehen werden, gegen dich zu kämpfen. Kehr zu mir zurück, wenn du sie alle besiegt hast. Wenn alle besiegt sind. Okay. Also so langsam ergibt sich so ein kompletteres Bild des Ganzen. Das kennen wir ja. Wir gucken uns erstmal weiter um. Hier stand das Eichhörnchen mit dem Messer. Hier war der Tresor. Da können wir wieder 273 ausprobieren. Du nimmst einen stinkenden Haufen Fleisch aus dem Tresor. Ein schwacher Geruch von ist verblieben, wo einst das Fleisch war. Irgendwas bekommen? Nee. Ah, okay, aber hier haben wir jetzt natürlich auch die Karten, die wir uns jetzt selber zusammenmischen können. Wir können zum Beispiel ein Skelett wegtun und dafür einen Wiedergänger reinbacken. Okay. Das, was er da hatte, ist wahrscheinlich das, was wir am Ende geschenkt bekommen haben.
Genau, und hier war unser neues Spiel drin. Wer ist das denn? Möchtest du handeln? Du hast nicht zufällig irgendwelche Fälle? Nein? Das ist enttäuschend. Aber ich akzeptiere auch Folienkarten. Okay, hier können wir uns Karten kaufen oder Kartenpacks kaufen. Den Urubus, den kennen wir natürlich. Den haben wir selber nicht ausgespielt, leider. Das andere Ball. Das Hermelin. Das auch hier anders aussieht. Die Eichhörnchenkugel. Wenn der Besitzer einen Zug beendet, bewegt Eichhörnchenkugel sich in die auf dem Siegel angebende Richtung und hinterlässt auf dem alten Feld ein Eichhörnchen. Das ist ja eigentlich ganz geil. Aber wir haben leider keine Folienkarten. Das ist diese Währung, die ich gerade erwähnt hatte. Ja, das ist Eichhörnchen. Oder seine Ratte, seine Buschratte. Okay, irgendwas müssen wir machen. Hörst du schwer? Bring mir einen Beweis, dass es dir gut geht. Dass es ihr gut geht. Könntest du ja Futter holen. Ah. Das Futter haben wir doch schon eingesammelt. Aber das haben wir... Das haben wir vorher auf jeden Fall noch nicht gesehen. Na, ich fass es nicht. Das ist ja bei Mädchen. Ich werde dich vorbeilassen. Zu dem Teich da drüben. Doch vorher holst der Kauz, müssen wir kämpfen. Okay. Wunderbar, dein erster Kampf. Bist du überrascht, mich hier zu sehen? Aber du hast hier doch mein Starterdeck ausgesucht. Um meine Karten ausspielen zu können, musst du Knochen sammeln. Du hältst einen Knochen, wenn... Warum werden deine Augen trüb, hm? Wunderbar, du verstehst bereits. Meine Zeit als Insekt war nicht völlig verschwendet. Ah, okay. Sie checkt sogar selber, interessant. Sie war die Stinkwanze. Okay, also das System scheint in etwa ähnlich zu sein. Wir haben dasselbe Karte. Wir haben hier wieder unsere Waage, die Klingel, die Glocke. Hier oben die Währungen oder irgendwelche Währungen, zumindest die Knochen. Das Blut, das kennen wir. Okay, wir legen erstmal los. Skelett zerfällt zu einem Knochenhaufen. Mhm. Okay, das wird jetzt natürlich ein bisschen interessanter, weil wir überhaupt gar keine Ahnung haben, wie diese ganzen Karten funktionieren. Okay, wenn der stirbt, kommt da ein Skelett raus. Das ist gut zu wissen. Bluthund springt zum Blockieren rüber. Okay, ja. Das Ziel scheint aber auch immer noch dasselbe zu sein. Legen wir mal Frank und Stein hin. Und der Totengräber gräbt für uns die ganze Knochen aus, sodass wir immer jede Runde einen neuen bekommen. Kommt es natürlich zugute, weil wir gerade auch sonst keine Knochen sammeln würden. Ja, töten wir den mal. Oh, da kommt ein Kojote. Ah gut, wir machen... Wenn ich die zerstöre, kriege ich dann Knochen. Wir probieren es mal. Ja, dann kriegen wir einen Knochen. Perfekt. Das ist auf jeden Fall auch eine neue Funktion. Wir konnten ja vorher gar keine
gar keine Items oder gar keine Karten zerstören. Wir konnten sie ja nur opfern. So, und jetzt können wir ein bisschen Overhead-Damage machen. Womit wir dann Folienkarten kriegen. Sehr cool. Alles, was recht ist. Du hast mich geschlagen. Wie ein Hund. Nimm das. Manche sagen, diese Karten hier seien besser als Gold. Okay, Oha Juli, den kennen wir. Okay, hier haben wir wieder komplett neue Karten. Saphir-Mox kann nicht geopfert werden. Solange Saphir-Mox auf dem Feld ist, erhält der Besitzer einen blauen Edelstein. Was haben wir hier? Fabrikleiter. Auf leeren Feldern in einem von Fabrikleitern geschlossenen Stromkreis entstehen Springbots, wenn der Besitzer seinen Zug beendet. What? Okay, wir lassen es mal so stehen. Aber ich glaube, so langsam ergibt sich ein etwas besseres Bild. Wir haben unsere Bestienkarten. Wir haben unsere Knochenkarten, sag ich jetzt mal. Dann hier was Neues. Und hier nochmal was Neues. Die beiden kennen wir ja schon. Da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit vertraut machen. Ah, der Fischeimer. Ja. Die hat die Angler gerne eingesetzt. Das Foto des Köders in der Schnur befestigen. Ja, klar. Geil, jetzt haben wir ein Bild von einem Hai. Vielleicht hat der Angler Interesse daran. Gucken wir mal. Fisch. Fisch frisch. Gut. Trotzdem. Schlagen musst. Er hat nicht das ausgeprägteste Vokabular. Lachs. Den kennen wir auch nicht. Wasserwesen. Außerdem, wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt sich der Lachs. Okay, ja, das kennen wir. Okay, der taucht unter und bewegt sich nach rechts. Mhm. Ja, wir können erstmal nur Skelette setzen eigentlich. Die zerfallen alle, wir kriegen also Knochen dafür. Okay, das ist gut, den brauchen wir. Sonst kriegen wir nämlich keine neuen Knochen. Und hier sehen wir gerade auch übrigens, ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, aber wir haben jetzt auch gar keine Eichhörnchen mehr. Wir ziehen einfach automatisch. Wir können gar nicht mehr entscheiden, was wir ziehen wollen. Es gibt ja auch so gesehen gerade keine Eichhörnchen für uns. Weil wir nur mit den Knochen arbeiten. Ich brauche mal so langsam wieder Viecher, die angreifen können. Oh. Okay, hier haben wir zumindest einen, der angreifen kann. Den können wir auch gerade so setzen. Aber das wird ein Verlustspiel, wenn wir so weitermachen. Oder? Obwohl. Doch, vielleicht kriegen wir es so hin. Aber wahrscheinlich ist jetzt diese Deckbuilding-Komponente nochmal deutlich wichtiger, weil wir uns eben selber aussuchen können, was wir für Karten haben. Ja, lassen wir erstmal so. Ah, perfekt. Und wir haben 2 Schaden mehr gemacht als nötig, also kriegen wir nochmal ein bisschen was extra.
vorher nimmst. Okay, wir kriegen wieder ein Pack. Ist cool. Wieder ein paar von den bekannten Karten. Mausmann ist auch echt nicht verkehrt. Sprengbot. Wenn der Sprengbot stirbt, erleiden die sich entgegengestellte Kreatur sowie benachbarte verbündete Kreaturen 10 Schaden. Und ein Automat. Und der eine braucht 2 von denen und der andere braucht 3 von diesen Währungen. Okay, lassen wir mal so stehen. Wir können hier weitergehen. Wir haben alles, also wir haben ja irgendwie so viele Dinge, die wir kennen. Und trotzdem kennen wir irgendwie gar nichts. Trockene Blutflecken knackten. Getrocknete Blutflecken knackten, als die Truhe aufbrast. Doch in ihr waren 2 Päckchen. Ja, cool. Okay, der Lachs, den haben wir noch neu bekommen. Und die Todesfee. Die können wir auch aktuell in unserem Deck ganz gut nutzen. Todesfee greift einen Gegenspieler direkt an, selbst wenn eine Kreatur sich entgegenstellt. Achso, wegen dem Fliegenden, ja. Okay, das ist ganz cool, glaube ich. Und noch ein Pack. Und ich glaube, ich hab jetzt nicht 100% darauf geachtet, vielleicht können wir mal darauf achten. Genauso wie in diesen tatsächlichen Kartenpacks ist immer eine seltene auf der zweiten Position. Oder auf der zweitletzten Position. Wenn man es andersrum dreht. Oh, sorry. Was haben wir hier? Geisterschiff. Wasserwesen. Außerdem, wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt Geisterschiff sich auf die siegelangebende Richtung und unterlässt auf dem alten Feld ein Skelett. Interesting, interesting. Also hier haben wir jetzt echt viele neue Möglichkeiten. Lass uns mal einen Totengräber weglegen. Den nehmen wir dafür rein und... Wir nehmen mal einen von den Draugern weg. Und nehmen so eine Todesfee mal mit. Mal gucken. Jetzt können wir jederzeit wechseln, das ist ganz gut. So, und ich gehe mal davon aus, dass wir das einfangen müssen. Jetzt nur die Frage, ob das Kaninchen hier irgendeinem Muster folgt. Jetzt kriegen wir es vielleicht. Ja, perfekt. Ah, jetzt haben wir ein Kaninchenfell, oder was? Frage, für wen das interessant ist. Ah, für den Feinsteller natürlich. Oder die Händlerin. Du hast ein Fell mitgebracht. Ich bin zufrieden. Und noch eine Drehung des... Abhäutemessers. Es ist Zeit, eine weitere Falle aufzustellen. Ich rieche das Blut des Hasen an dir. Okay, nächster Bosskampf. Oder eigentlich sind es ja nur normale Kämpfe. Grabende Falle. Okay, also die Falle stellt sich vor uns und ist im Endeffekt eine Falle, wie wir die schon kennen. Okay, interessant. Na gut, wir können erstmal nur mit dem Skelett arbeiten. Da müssen wir vielleicht noch gucken, also... Wir kriegen ja nur Knochen, wenn auch irgendwer von uns stirbt auf unserer Seite. Und jetzt haben wir zum Beispiel kaum Möglichkeiten, an neue Knochen zu kommen. Und somit irgendwie überhaupt irgendwas auszuspielen. Vorher hatten wir zumindest die Eichhörnchen, die wir jederzeit spielen konnten. Oh. Das wird knapp.
Den können wir natürlich zur Deckung einmal nutzen. Ist jetzt nicht optimal, aber immerhin. Ja, aber gut, das schaffen wir halt nicht, ne? Da müssen wir uns jetzt vielleicht tatsächlich das erste Mal geschlagen geben. Komm näher. Du wirst ein gutes Fell abgeben. Ich stelle die Falle auf, aber die Beute allein entscheidet, wann sie zuschnappt. Okay, wir können glücklicherweise einfach weitermachen. Und es nochmal probieren. Das ist ja zum Glück ganz angenehm. Okay, lassen wir erstmal alles so stehen. Die greifen jetzt an, das ist ganz gut. Dann können wir hier den einmal blocken. Ist ja auch nicht verkehrt. Mit dem Skelett machen wir jetzt den Oxenfrosch fertig. Beziehungsweise lass uns das mal so machen. Ja, okay, hier haben wir jetzt so ein Todesfee. Aber die können wir auch gar nicht setzen, wir haben gar nicht genug Knochen. Ja, jetzt sitzt sie da direkt knapp. Jetzt muss man echt haushalten. Die Pfeile schnappt zu. Ja, Tja, da haben wir jetzt eigentlich schon wieder verloren, ne? Ich könnte jetzt halt einmal angreifen mit 3 Schadenspunkten. Aber er hat danach auch 3. Wenn ich nur den Ochsen verstöte, dann kommt trotzdem 2 Schaden von ihm rein und wir haben selber keinen Damage gemacht. Ist also ein Nullsummenspiel. Ja, wobei. Okay. Eine Chance haben wir noch, aber. Ja, gut. Ab jetzt ist das Ding geritzt. Okay, ich glaube, wir müssen einmal unser Deck optimieren. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch einen Drakor raus, nehmen noch ein normales Skelett rein. Wir haben ja einen Totengräber abgegeben. Das ist. Ja, ist vielleicht auch in Ordnung. Was wir natürlich auch machen können, ist, wir können auch die Karten von hier nehmen. Das geht auch. Das einzige Problem ist, wir haben hier noch keine einzige Eichhörnchenkarte. Weswegen wir nicht eine Karte opfern könnten, um überhaupt unser System quasi zu starten. Deswegen sind wir schon erstmal, glaube ich, für den Moment hier darauf angewiesen. Und wir können jetzt leider auch keine Karten bei ihm kaufen. Das konnten wir vorher schon. Naja gut. Wir machen jetzt mal weiter. Jetzt ist jetzt ein bisschen Work. Bisschen Trial and Error. Aber so soll es wohl sein. Ja, machen wir das erstmal so. Jetzt kriegen wir zumindest erstmal dauerhaft ein Knochen jederzeit, aber jetzt wird es schon wieder zu eng. Ja, wir können die Angriffe nicht blocken. Vielleicht haben wir auch einfach echt kein gutes Starterdeck. Also vielleicht war auch das Starterdeck, was wir gewählt haben, vielleicht war das auch nicht die beste Entscheidung. Wer weiß. Tja, können erstmal nur dasselbe machen wie gerade eben auch.
hätte man eigentlich lieber hier hinpacken können, ne? Ah, shit, ey. Ja, der Knochenhaushalt, der ist nicht so gut. Wir brauchen mehr Knochen und auch schneller mehr Knochen. Jetzt können wir zumindest ein bisschen blocken und kriegen ein paar Knochen dazu. Allerdings müssen wir jetzt echt angreifen. Den können wir blocken, das ist cool. Okay, so langsam sieht es ein bisschen besser aus. Weil der ist jetzt erstmal dauerhaft da, das ist schon mal gut. Der blockt noch einen Angriff. Danach müssen wir uns das einfallen lassen. Ah, shit. Oh, das habe ich vergessen. Fuck. Okay, wir probieren es noch zweimal, würde ich sagen. Und ansonsten gucken wir mal uns noch ein bisschen in der Umgebung um. Ich lasse es mal für den Moment so stehen. So, dann können wir den zumindest einmal blocken, den Kojoten. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht war das auch eine ganz gute Taktik, mal zu warten hier. Ja, das war dumm. Ich hätte es andersrum machen sollen. Egal. Okay, naja, ist schon okay so. Wir lassen es mal so kurz so, wie es ist, weil sonst wird diese Blockade verschoben. Man könnte jetzt theoretisch auch mal das Geisterschiff nutzen. Aber wir kriegen auch nur bei den nächsten zwei Schaden, kriegen wir halt, sind wir ja schon tot. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich mach's mal so. Scheiße. Okay, noch ein Versuch. Der haut rein. Okay, wir warten wieder die erste Runde. Dann können wir nämlich hier schon mal angreifen. Den können wir blocken. So, und jetzt können wir den wieder blocken. Hier holen wir uns Knochen her. So, und jetzt muss halt schnell ein Gegenangriff passieren. Machen wir so. Wir hauen jetzt einmal alles raus, was wir haben. Ach, das scheiß Falle, ich vergesse die immer. Egal, wir konnten uns für den Moment retten. So, und jetzt ist die Frage, blocken wir den? Ja, der hält jetzt einen mehr aus, ne? Das ist ein... Ja, aber ab jetzt wird's schwierig. Ja, jetzt kommt der Rabe. Ja. Naja, vergiss es. Scheiße, ey. Okay, wir müssen einen anderen Plan verfolgen. Ich mache Folgendes. Wir gucken mal, ob wir zurück auf die Karte kommen. Okay, cool. Weil wir haben ja, also hier unten, das sieht ein bisschen aus wie der Ort, wo wir gute Karten kriegen würden. Vielleicht sollten wir das zuerst machen. Und da oben ist es schon.
Grimora? Du bist hier, wunderbar. Ich bin Grimora, Wahrscheinerin der Toten. Bis vor kurzem war ich geschmäht. Doch mit deiner Hilfe, mit deiner unerwarteten Freunde, mit der Hilfe unerwarteter Freunde, so, erlangte ich meinen früheren Ruhm zurück. Wenn du deine Fähigkeiten gegen mich erproben möchtest, musst du erst einmal deinen Grips beweisen. Finde heraus, welche Gräber die letzten Ruhestätten meiner reizenden Ghule sind. Okay. Du hast ein Stück einer Grabinschrift gefunden. Dort steht, von einem hungrigen Hund gefressen. Oh nein, sieh mich nicht an. Nicht knurren oder schnüffeln. Ich flehe dich an. Wenn du kämpfen willst, bitte bringen wir es hinter uns. Okay, das... Ja, das passt ein bisschen mit der Grabinschrift. Oh, Knochenhund. Okay, ist im Endeffekt wieder Bluthund. Hier sind die Felder auch anders. Das sieht cool aus. Boah, die haut jetzt aber auch ganz schön rein hier. Oder der. Ja, komm, legen wir den mal da an. Ach, cool. Perfekt. Hatte ich gar nicht erwartet, dass er blockt, aber nehme ich gerne mit. Dann lasse ich das mal so stehen für den Moment. Sonst springt er wieder weg. Machen wir es so. Okay, der zieht aber auch gut nach. Ne? Er hat jetzt logischerweise auch die Skelette, die im Endeffekt einmal angreifen und dann zerstört werden. Ich würde gerne ihn länger geblockt lassen, diesen Dreier-Typen da oben. Die Fee behalte ich mir immer noch auf. Ja, okay, das Geisterschiff. Wir machen mal Folgendes. Wir machen es mal so und so. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wir gucken mal, wie das jetzt funktioniert. Okay, ganz viele Leute sterben. So, dann hat das Geisterschiff erstmal Ruhe da hinten. Kann uns schön neue Skelette machen. Okay, gut, der Typ, der kommt halt immer hinterhergesprungen. Das heißt, wir können gar keinen Angriff machen mit dem. Aber wir kriegen zumindest Knochen und können jetzt tatsächlich mal wieder angreifen. So. Jetzt kann er sich nicht bewegen, das ist natürlich nicht so schlau, aber ich glaube, jetzt haben wir es auch. Okay. Also hier haben wir ein bisschen mehr Chancen. Wenn es dem Muster wie gerade folgt, dann kriegen wir auch wieder ein Pack. Es ist vorbei, du hast mich regelrecht verschlungen. Jetzt schau bitte woanders hin. Richte deinen Blick lieber auf dieses Kartenpäckchen. Aha, guck mal, ein Totenkartenpäckchen. Ein Todeskartenpäckchen, genau das wollen wir doch. Ja, so, was haben wir denn hier? Draugr, den kennen wir. Knochenhaufen, Aktivierung, bezahle 2 Knochen. Um die Kraft und Gesundheit von Knochenhaufen um 1 zu erhöhen. Ah, okay, dann können wir den quasi buffen. Mumienfürst. Ach, Knochen 3-3. Das ist nicht verkehrt. Okay, das andere lassen wir mal kurz weg. Ich werde Sawyer genannt. Der mittlere Sarg zeichnet mein Grab. Bitte fang nicht an, meine Knochen auszubuddeln.
Zeuer, Patel 1702. Okay. Wir haben wieder eine Grabinschrift gefunden. Dem Skorbut erlegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ein übelriechender Lufthauch. Quoll aus dem Sarg. Oh, wer ist er? Du hast nichts anzubieten? Weiß ich nicht. Anscheinend nicht. Nichts, was du willst. Du durchkämmst die Knochen und deckst irgendwie ein Kartenbäckchen. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Pharaonentiere. Bringt beim Opfern 3 statt 1 Blut. Außerdem. Hat das nicht den Tod zur Folge? Okay, das könnte man natürlich nutzen. So als eine Art Kickstarter für die verschiedenen Bestien, wenn man wollte. Aber für unser Deck bringt das auf jeden Fall leider gerade nichts. Okay, hier müssen wir später die Gräber zusammenbauen. Hier haben wir noch nichts. Okay, okay. Wir müssen also erstmal alle Hinweise versammeln. Hört, da kommt eine lebende Scheibe Zitrone. Hell und adrett wie eine Limone. Meinst du, du kannst eine Niederlage aus mir rausquetschen? Okay, ein bisschen merkwürdig. Er hat ein Geisterschiff, das ist nicht so gut für uns. Und hier ist natürlich auch das Problem, das Geisterschiff kriegen wir halt wieder nicht kaputt, weil es halt immer untertaucht. Aber wir müssen irgendwas langfristig dagegen machen. Weil sonst kriegen wir leider zu viel Schaden rein für durch die Skelette. Oder wir müssen schnell beenden. Ja, auch hier ist es eigentlich egal, ob wir die quasi zerstören, dann kriegen beide 0 Schaden. Oder ob wir woanders angreifen, dann kriegen wir beide 1 Schaden. Und auf im Endeffekt auf selbe hinaus. So, das ist doch cool. Genau sowas brauchen wir. Dann machen wir nämlich dauerhaft ein bisschen Schaden. Ja, mehr können wir nicht machen, ne? Es ist auch ein bisschen ein Wartespiel. Muss man leider sagen. Aber gerade, wir kriegen ja auch einfach immer nur eine Karte pro Runde. Den bewahren wir uns auf, mit dem machen wir gleich ein bisschen. Aber wobei, der macht halt schon die 2 Schaden, die wir brauchen. Dann machen wir das mal so. Wir zerstören den. Damit wir noch ein paar Folienkarten extra kriegen. Ist auch ein bisschen langfristig, denke ich. Weil dann können wir uns später vielleicht bei dem Händler wieder ein bisschen was kaufen. Jo, du hast mir den Saft ausgepresst. Zunächst mal nimm das. Ja, langsam haben wir den neuen Gameplay-Loop drin. Aber es ist tatsächlich so, die zweite Karte ist immer eine seltene Karte. Grabräuberin, Aktivierung, bezahle einen Knochen, um ein Skelett in deiner Hand zu erzeugen. Okay, könnte auch interessant sein. Und die Omega hier unten, Smaragdmox, junger Weiser. Und weil du mich bezwungen hast, teile ich mein Geheimnis mit dir. Mein Name ist Royal. Mein Grab ist das ganz rechts. Hier ist das Kopfstück des Steins. Royal oder Royal Dominguez. Interessant.
Dann tun wir den da schon mal hin, dann wissen wir das schon mal. Dem Skorbut erlegen. Ja, wenn man jetzt wüsste, was das ist. Aber kriegen wir vielleicht noch raus. Ah, hier haben wir noch eine Inschrift. Von einem fallenden Eisbrock getroffen. Eisbrocken getroffen. Okay, hier kriegen wir ein Kärtchen. Wie viele kriegen wir denn jetzt von diesen Pharaonentieren? Wir können auch mal in unser Deck gucken. Wir haben jetzt... Oh. Wir haben jetzt ein paar neue Sachen bekommen. Ich glaube, die Todesfee können wir ehrlicherweise wegtun. Der Knochenhaufen ist eigentlich ganz geil. Man muss halt echt leider ein bisschen Knochen sammeln, aber wenn man das mal... Wenn man dann mal welche übrig hat, dann kann man da halt echt ein gutes Monster draus machen. Ja, den Rest... Achso, genau, den Mumienfürst haben wir auch noch. Aber acht Knochen. Ja, das ist schon nicht ohne. So viele haben wir halt leider echt nicht. Und so viele kriegt man halt auch irgendwie nicht, ne? Das ist... Wir sind schon sehr begrenzt in der Anzahl der Knochen, die wir kriegen. Oh, was denn hier? Ich habe ein Stück einer Grabschrift bekommen. Es gab keine Heilung. Hä? Hier können wir quasi unseren Avatar ändern, oder was? Okay, gut. Warte, ich will einen anderen. Wen nehmen wir denn? Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ja, nehmen wir den. Komm. Okay, also, warte mal. Wir haben jetzt drei Todesursachen. Ist dem Skorbut erlegen. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber wir haben die andere Inschrift hier unten. Es gab keine Heilung. Das passt ganz gut zu dem... Ist dem Skorbut erlegen. Das wird auf jeden Fall zusammengehören. Aber wir machen erstmal weiter, bevor wir da jetzt versuchen, das per Glück irgendwie zu machen. Wir haben ein Stück einer Grabenschrift gefunden. Hegt keinen Groll. Okay. Ja, guck mal, der hat so ein Eisstück hier im Kopf stecken. Ja, sagt er auch. Hat jemand die Klimaanlage laufen lassen? Ach komm schon, Mensch. Es ist eiskalt hier drin. Vielleicht kann ein hitziger Kampf Abhilfe schaffen. Ja, okay. Ich glaube, da haben wir schon unsere Lösungen zusammen. Dann machen wir doch mal das für den Moment. Den Eisklumpen, der passt natürlich ganz gut zu seinem Theme. Machen wir mal so und so. Weil dann wird der halt nie aufwachen. Das ist ganz gut. Den legen wir auch mal ganz kurz hier hin. Wir sammeln jetzt erstmal ein paar Knochen. Würde ich sagen. Und dann können wir uns gleich was richtig Geiles kaufen. Ich würde schon gerne mal diesen Knochenhaufen spielen. Vielleicht kommen wir da noch zu. Ach stimmt, aber dieser Dreierschaden. Egal. Dann legen wir hier noch einen hin. Wir können auch ein bisschen Schaden machen. Ja, hier kommt auch wieder so ein Dreier. Da ist er. Okay, wir blocken einmal ganz kurz. Da kriegen wir dauerhaft zwei Knochen jeder Runde. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ob man den noch nachträglich verstärken kann. Du hast gerade eine Karte mit einer aktivierbaren Fähigkeit ausgespielt. Wunderbar. Lass mich erklären, wie sie funktioniert. Aktiviere sie, indem du das Siegel drückst. Als wäre es ein Knopf. Das funktioniert allerdings nur, wenn du die Kosten bezahlen kannst. Ja, das ergibt irgendwo auch Sinn. Knochenhaufen wird stärker.
Dann endet aber auch. Dann endet meine Runde sofort, wenn ich das mache. Okay. Ja, dann machen wir mal wieder Folgendes, damit wir ein paar mehr extra Folienkarten kriegen. Machen wir mal ein bisschen mehr Damage hier. Ah ne, jetzt doch nicht. Hä? Okay, so ganz verstanden habe ich das System jetzt noch nicht, wann ich das machen kann und wann nicht. Aber so ist es ja ganz cool. Jetzt machen wir echt 8 Schaden. Ja, der Knochenhaufen, das ist ein guter. Man muss nur gut Knochen sammeln können. Du hast gewonnen, aber jetzt ist mir nicht mehr ganz so kalt. Nimm dir ein Päckchen, geh aufs Haus. Okay. Hier haben wir einen neuen dabei. Skelettmagier. Nach dem Angreifen wird Skelettmagier zerstört. Außerdem, falls der Besitzer von Skelettmagiern keine Mox-Karten auf dem Brett hat, stirbt der Skelettmagier. Macht aber 4 Damage. Und kostet nur 2. Aber das mit den Mox-Karten, das ist ein Kniff, den... Ja, hier diese Rubinen-Mox-Karten. Naja, ich weiß, wohin das führt. Es soll so ein bisschen Mix-Matching geben, genauso auch mit dieser Pharaonentierkarte. Das ist natürlich ganz cool eigentlich, aber ich glaube, da sollten wir jetzt noch nicht reingehen. Ich heiße Casey Hobbs. Bin von dem Grabstein zur Linken. Casey Hobbs. Das ist ja gar nicht so lange her. 1970 bis 1992. Der Defibrillator versagte. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir schon alle haben. Wir gucken mal, wir haben jetzt Casey. Genau, die wurde vor allem Eisbrocken getroffen. Und ich glaube, dass sie keinen Holl kriegt. Keinen Holl. Groll hegt, so. Oder das mit dem Defibrillator. Weil der Defibrillator macht ja nur Sinn, wenn du an sich auch noch irgendwie intakt bist. Wenn du jetzt gefressen wirst, dann bringt ja der Defi auch nichts. Gucken wir mal, vielleicht wird es das richtig. Ha. Wunderbar. Ich glaube, du hast deinen Grips hinlänglich unter Beweis gestellt. Bist du vorbereitet? Du wirst mich nicht besiegen. Ja, wir gucken mal. Ich will noch hier einmal links lang gehen. Ah, hier ist wieder ein Händler. Möchtest du handeln? Okay, hier kriegen wir also entsprechend auch Knochenkarten. Aber da ist jetzt nichts dabei, was mich wirklich interessiert. Man könnte natürlich mal so ein Pack ziehen. Ich lasse es für den Moment mal, weil da war jetzt bisher... Also, dieser Knochenhaufen ist halt geil. Aber ich wüsste jetzt nicht, wir haben jetzt so keine Karte gesehen, wo ich sage, da bräuchten wir jetzt unbedingt mehr von. Ich begann mir schon Sorgen zu machen. Ich könnte hier ewig in diesem Grabstein eingeschlossen sein. Weggesperrt, auf den Grips eines Herausforderers angewiesen, um eines Tages entdeckt zu werden. Wie ich sehe, ist es dein Ziel, zur Wahrschreiberin der Toten zu werden. Dir dürfte bewusst sein, dass ich gegenwärtig diesen Titel innehabe. Das spielt keine Rolle. Denn du wirst nicht gewinnen. Okay. Langsam kommt eins und eins zusammen. Meine Diener sterben nie wirklich, weißt du? Mal sehen, wie es dir geht. Was ist denn hier? Mal 2. Wir haben jetzt auch eine neue Mucke. Wir haben schon mal den Totengräber, den Totenhaufen. Sehr schnell, das ist ganz gut. Ach, den kann ich ja noch nicht legen.
Was ist das denn? Sarkophag. Okay, da kommt wahrscheinlich so eine Mumie raus später. Die wir ja auch haben. Nicht in unserem Deck, aber generell. Ja, das war ungewollt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Achso, wir sind eh tot. Ja gut, das müssen wir nochmal probieren. Und das ist dein bestes Deck? Dann kann ich ja völlig unbesorgt sein. Ja, wir versuchen es nochmal. Diener sind bereit für den Tod. Seid bereit für den Tod. Doch dann für erneutes Leben. Aber hier wird nichts mal 2 gerechnet. Vielleicht kriegen wir später für diese Folienkarten mal 2. Ich weiß es nicht. Ja, wir lassen mal den Totengräber hier hin. Dann hält er zumindest einmal den Schlag aus von ihm. Und wir kriegen noch ein bisschen extra Knochen. Das könnte ganz cool sein. Den legen wir jetzt mal dahin. Upgraden den einmal. Dann macht er schon mal die Todesfee kaputt. Wunderbar, eine Gelegenheit, meine Schreibfeder einzusetzen. RIP Todesfee. Was? Du wirst zurückkehren. Sind das hier wieder irgendwelche komischen Spielchen, die mit mir treiben? Die haben wahrscheinlich wieder alle ihre eigenen Mechaniken. So, der wird stärker. Während der andere nach wie vor blockt. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt ist die Frage, ich mach's mal so. Spielt keine Rolle, der Tod ist nie endgültig. Die Karte wird im Handumdrehen zurück sein. Wahrscheinlich mischt er die dann wieder unter. Oder sie. Okay, aber erstmal sieht es ganz gut aus. Machen wir mal Folgendes. Oder machen wir Folgendes? Nee. Ich will es ehrlich gesagt nicht drauf ankommen lassen, dass der Sarkophag geöffnet wird, weil das war ja so eine 3x3 Karte. Deswegen lassen wir erstmal alles, wo es ist. Können gleich noch überlegen, was wir machen. Jetzt können wir eigentlich können wir den jetzt einfach upgraden. Fertig. Ja, der macht jetzt 4 Damage und wir gewinnen. Ah, wir müssen es 2-mal schaffen. Du hast es schon halb geschafft. Obwohl dir nicht gefallen könnte, was jetzt kommt. Oh, fuck. What? Vermisst du sie? Keine Angst, ich werde sie wieder... Ich werde sie natürlich zurückgeben. Oh, was? Okay. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Ich, bin hier gerade noch ein bisschen perplex. Aber die scheint erstmal ganz normal zu funktionieren. Okay, Knochen und ist tot. Jetzt kommt natürlich der Sarkophag zum Einsatz. Was machen wir? Wir haben nur eine... Ja, wir können gar nichts machen, leider. Wir müssen abwarten.
Das ist jetzt leider ein Problem. Ich glaube, wir haben verloren. Ich kann mit den Knochen, mit den Skeletten halt nicht blocken, ne? Die sterben ja in einer Runde sofort. Ah, scheiße. Die zweite Runde, die hat's rausgehauen. Ah, okay. Ja, okay, bla bla bla. Ah, auf ein neues. Wir kriegen's noch hin. Wir brauchen ein bisschen Kartenglück. Und dann klappt das auch. Aber das mit den Skeletten, das ist leider echt nicht so geil. Weil bei den Eichhörnchen konnte man die wenigstens zum Blocken nutzen. Zwar nicht zum Angriff, aber dafür zum Blocken. Ah, shit, hätte ich jetzt hier genug. War schon wieder nichts, ne? Können wir auch von hier aus neu starten? Wir können aufgeben. Geht das schneller? Ja, komm. Ja, das ist ein bisschen doof. Man ist hier relativ schnell K.O. leider. Das liegt leider echt ein bisschen auch an den Skeletten selbst. So, wir nutzen mal für den Moment den Platz hier, damit wir den Knochen noch nicht verschieben. Es ist nicht so perfekt, aber wir brauchen mehr Knochen. Jetzt können wir jetzt mal zum Angriff vorgehen, übergehen. Zumindest ein bisschen. Tja. Ah, wir haben 5 und den zu zerstören. Ich glaube, das wäre gerade tatsächlich gar nicht so schlecht. Weil der Sarkophag ist ja noch nicht. Der ist ja noch nicht offen sofort. Der braucht ja erstmal eine Runde und der hat nur 2 Lebenspunkte. Das heißt, wir können den direkt umnieten. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ja. Perfekt. Dann sollten wir uns auf jeden Fall den Knochenhaufen aufbewahren für gleich, wenn wir den ziehen sollten. Das Schiff bewahren wir uns auch auf. Oh. Okay, der kommt aber nicht weit, das ist gut. Nutzen wir den einmal zum Blocken. Ja, dasselbe Spiel muss jetzt erstmal so weitergehen. Ja, wir müssen es erstmal aufbewahren, weil wenn wir die Karten gleich für die zweite Runde nicht mehr haben, oder wenn wir die gleich alle erst einmal verlieren, dann sollten wir jetzt nicht unser komplettes Deck hier hinlegen. Aber es ist. Was passiert denn, wenn wir gar keine Karten mehr ziehen können? Das würde mich mal interessieren. Oh, scheiße. Ja, ein weiterer Versuch. Okay, ich würde sagen, eine machen wir noch. Wenn es dann nicht klappt, dann machen wir für den Moment Pause. Gucken, ob der Sarkophag da immer kommt. Ja, okay, die funktionieren immer gleich. Das ist gut zu wissen. Thank you.
Ja, jetzt machen wir erstmal hier einen kleinen Speedrun. Das muss, wir wissen ja alles, wie das jetzt funktioniert. Legen wir erstmal den hin. Ja, Knochenhaufen. Den müssen wir jetzt leider legen. Ach, shit. Das war scheiße. Ich habe nicht bedacht, dass der wegspringt. Naja. Ich weiß nicht, vielleicht klappt es ja irgendwie doch alles. Aber ich glaube, das wird... Ah ne, wir sind jetzt schon tot. Ach, scheiße, ey. Naja, ich glaube, für den Moment ist das ganz, ganz gut, hier Pause zu machen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge direkt hier weiter. Aber ja, es ist wieder extrem viel passiert. Also jede Stunde, jede halbe Stunde in diesem Spiel ist schon passiert so viel irgendwie. An verschiedenen Dingen, an neuen Erkenntnissen, an neuen Karten, an neuen alles. Genau, ich würde sagen, morgen geht's weiter und wir sehen uns dann morgen. Haut rein, bis dann.